Herzlich willkommen bei Let's Do Was Sinnvolles Dragon Age Origins mit Drafida heute wieder. Nach einer kleinen technischen Panne habe ich das jetzt wirklich wieder hingekriegt, dass das Programm aufnehmen will. Wir wollten weiterhin Lothering untersuchen und das werden wir auch machen. Wir gucken uns erstmal diese Anschlagtafel der Kantorin an. Hier sind kleine Quests drin, die wir also Nebenquests, die wir machen können. Und hier ist momentan eine, und zwar, wie ihr schon seht, überall Banditen. Das heißt, wir müssen diese ganzen Banditen in und um Lothering töten. Machen wir. Wenn wir eh die Mutter suchen sollen. Die wird hundertpro nicht in Lothering zuständig sein. Zugegen sein. Die Legionen des Bösen stehen vor unserer Schwelle. Sie werden sich an unseren Herzen laben. Es gibt kein Entkommen. Das Böse wird die Erde bedecken wie ein Schwarm Heuschrecken. Bitte, ihr erschreckt die Kinder. Es ist besser, sie jetzt selbst dem Tod zu übergeben, als sie in den Händen der dunklen Brut leiden zu lassen. Dort! Eine dieser Kreaturen ist bereits unter uns. An diesem Mann klebt der Gestank des Bösen. Seht ihr denn die abscheuliche Dunkelheit nicht, die in ihm steckt? Erstmal guten Tag und bist du etwas leicht hysterisch? Also, warum senkt ihr eure Stimme nicht ein wenig? Immer mit der Ruhe hier, der Kerl ist verrückt geworden. Ich habe gesehen, wie die schwarze Horde auf mein Volk niedergegangen ist. Ich werde nicht schweigen. Bitte aufhören! Jemand soll ihn zum Schweigen bringen! Aber er hat doch recht. Der Bern hat uns verlassen. Wir werden sterben. Diese Kreatur ist nur die erste derer, die uns vernichten werden. Ich glaube, jetzt werde ich so langsam echt wütend, weil er greift uns ja persönlich an und deswegen sage ich jetzt, das reicht jetzt, es ist Schluss. Nein, rührt mich nicht an! Ihr bringt Böses und Verderben! Das ist das Ende! Er hatte recht, nicht wahr? Für uns besteht keine Hoffnung mehr. Es gibt immer Hoffnung. Bringt all euren Mut auf. Ihr habt recht. Wir dürfen nicht aufgeben. Aber wir sind keine Kämpfer. Was sollen wir tun? Wir können uns nicht einfach hinlegen und auf den Tod warten. Wir müssen nach Norden, nach Denerim. Ja. So viel zum Thema, die dunkle Brut bringt alle zusammen, Alistair. Es lässt sie nur noch verrückter werden. Kirche gehen wir später rein. Verschwindet, ich kann verlangen, was ich will. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Ho, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft? Sind diese Leute etwa verärgert, weil ihr Geschäfte machen wollt? Ja, das könnte man so sagen. Die haben vielleicht Nerven. Er verlangt Wucherpreise für Dinge, die die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe nur begrenzte Vorräte. Die Leute entscheiden, was sie ihnen wert sind. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu, Fremder. Ich gebe euch 100 Silberlinge, wenn ihr mir diesen Pöbel vom Hals schafft. Fangt am besten mit dieser Priesterin an. Ich bin einfach nur ein ehrlicher Händler. Könnt ihr dieses Angebot überbieten, Schwester? Ihr wollt, dass ich gegen ihn biete? So viel besitzen wir nicht. Ich würde sagen, es ist falsch, verzweifelte Leute vorzujagen. Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie, genau wie die Banditen vor dem Dorf.
Na, ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge. Sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier. Ich werde mal versuchen zu überreden. Könntet ihr nicht einen Profit finden, einen Kompromiss finden und trotzdem Profit machen? Vielleicht. Wenn diese Frau zustimmt, dass ich zumindest einen kleinen Aufschlag erhebe. Tut, was ihr tun müsst. Solange die Preise nicht so hoch sind, dass sie die Bedürftigen ruinieren. Gut, gut, das wäre erledigt. Und da ihr nicht sonderlich bedürftig aussieht, gelten für euch die normalen Preise. Dann ist unsere Aufgabe also, jeden Dorfzwist persönlich zu schlichten? Das wird die dunkle Brut mächtig beeindrucken. Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung. Der Erbauer möge über euch wachen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, dass unser Zwerg irgendwie ganz komisch den Kopf geruckt hat. Das müsste eigentlich ein Spielfehler sein. Ich glaube nicht, dass es ein Kopfschütteln war. Was haben wir hier? Ein kleiner metallener Rundschild. Also da können wir dann nichts für. Es war einfach, Fehler im Spiel. Gehen wir jetzt mal hier über diese Brücke und gucken. Reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Alteste Miriam, was möchte sie denn? Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Was ist denn hier los überhaupt? Seit unser guter König Kaelin von uns gegangen ist, sind hier Flüchtlinge und Soldaten durchgekommen. Ich bin hier die Älteste und habe alle Hände voll damit zu tun, sicherzustellen, dass die Flüchtlinge nicht mit Diebstählen oder Schlimmerem anfangen. Sir Bryant bei der Kirche kümmert sich um die Verteidigung und Ähnliches. Er kann vermutlich mehr mit Leuten wie euch anfangen. Hä? Du hast doch eine Quest für uns, also sag schon. So viel zu tun und so wenig Zeit. Kann ich behilflich sein? Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Ich nicht, aber ich hätte jemanden, der sich auskennt. Seid ein Blick zu Alistair. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch. Und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Neue Quest. Mehr als gewöhnliche Pflanzen. Erhaltene Gegenstände. Wir gucken einfach mal ins Tagebuch. Was haben wir hier? Verderbnis. Nee, Leathering. Das ist pure Leathering. Einige schwache Wundumschläge, die haben wir doch dabei. Wir haben doch 23 Stück dabei. Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Das war nicht nötig, bitte sehr. Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. So. Wir haben 50 Silber erhalten. Finde ich gut. Und haben nur 3 Wundumschläge vor Ort. Also da kann man nichts von sagen. Oh, ach so, die Frau, da können wir nichts machen, die will Fallen haben. Ihr habt eure Ausbildung zum Templer also nicht gerade genossen? Damit meint ihr wohl mich, richtig? Gibt's hier noch andere, die bei ihrer religiösen Schulung versagt haben? Ich habe nicht versagt. Ich wurde von... Wie könnt ihr es wagen, mich des Diebstahls zu bezichtigen? Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von meinem Karren genommen habt. Die vielen Wiesen haben eure Augen geschwächt. Ein Chasing würde sich niemals zu einem Diebstahl herablassen. Das Grauen von ihr Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Merat Astari, ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich habe euch nichts
Amüsantes zu erzählen, Zwerg. Lasst mich in Frieden. Ihr seid ein Gefangener? Wer hat euch eingesperrt? Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Ich bin Orin. Schön, euch kennenzulernen. Ihr verspottet mich. Oder ihr zeigt Manieren, die ich in euren Ländern nicht erwartet hätte. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Nee, ich könnte ein wenig Hilfe von euch gebrauchen. Zweifellos. Welche Art Hilfe sucht ihr? Ich habe geschworen, das Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer Wächter. Jo. Überraschend. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden. Würde die ehrwürdige Mutter euch überhaupt freilassen? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Ich werde euch vorerst verlassen. Dann lebt wohl. Die dunkle Brut soll ihn bei lebendigem Leib fressen. Das ist grausam. Ich frage mich, warum die ehrwürdige Mutter so viel Angst vor ihm hat. Tja. Neuer Codex-Eintrag zu Sten, neuer Quest der gefangene Kunari und ein neuer Screenshot. Ja, warum wir nicht diesen einen Quest machen, ist einfach der Grund, dass wir keine Fallen herstellen können. Das kann halt hauptsächlich ein Schurke und ich werde jetzt nicht irgendwelche Fähigkeitspunkte dafür verschwenden, irgendjemand das Fallenbohren erlernen zu lassen. Gehen wir erstmal in die Kirche rein. Wie ihr wünscht. So. Ja, ein hübsches Gebäude. Alistair wird sich bestimmt hier sehr, sehr wohl drin fühlen, obwohl. Das sieht mir momentan wirklich eher wie eine Flüchtlingsstätte aus, wie ein... Es gibt Berichte von umherstreifender dunkler Brut, aber keine Anzeichen der Haupthorde. Wir sind die einzige Hoffnung, die dieses Dorf noch hat. Und ich werde es nicht aufgeben. Das... Ja? Darf ich fragen, wer ihr seid? Ich bin Orin, ein grauer Wächter. Ich verstehe. Ich bin Sir Bryant, Kommandant der Templer Lotherings. Taryn Loghain hat alle grauen Wächter zu Verrätern erklärt und sie für den Tod König Kaelens verantwortlich gemacht. Ich hoffe, ihr wisst das. Was? Moment mal, er hat uns dafür verantwortlich gemacht, obwohl er den Fehler begangen hat? Er hat außerdem ein Kopfgeld auf die Überlebenden ausgesetzt. Ich glaube nicht, dass die grauen Wächter so rücksichtslos oder hinterhältig sein könnten, wie der Taryn behauptet. Dennoch ist das der Stand der Dinge. Es wird wohl das Beste sein, wenn ihr euch nicht allzu lange hier aufhaltet. Nur für den Fall. Okay. Ja. Hinterhältiges Etwas. Ich will ihn jetzt nicht großartig beleidigen, diesen Taryn Loghain. Aber netter Zeitgenosse ist das definitiv nicht. Aber ich rede jetzt mal mit ihm wegen den Banditen. Beim Atem des Erbauers. Wie oft müssen wir sie denn noch verjagen? Sie werden euch nicht behelligen. Ich habe das Problem endgültig gelöst. Ihr meint, sie sind tot? Alle? Es ist wahr. Ich habe es von meinem Posten aus gesehen. Die ganze Sache war so schnell vorbei, dass wir nicht einmal rechtzeitig dort waren. Es ist traurig, dass es so weit kommen musste, aber sie haben fast darum gebettelt. Würdet ihr eine kleine Belohnung für eure Mühen akzeptieren? Würde ich auf jeden Fall nicht. Falls es euch interessiert,
Die Anschlagtafel des Kantors ist voller Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Für einige davon bietet er sogar eine Bezahlung an. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Ja. Sollte ich dann gehen? Ich wünsche euch eine sichere Reise. Möge der Erbauer über euch wachen. Verflucht, was haben die denn alle immer mit ihrem Erbauer? Ich bin ein Zwerg, ich habe mit diesem Kerl nichts zu tun. Kodex-Eintrag der Erbauer, Sir Donald. Wer? Bitte verzeiht, ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Donald, seid ihr das? Alistair? Beim Erbauer? Wie geht es euch? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht. Das ist nicht Taryn Loghains Verdienst. Wenn Al Eamon wohlauf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Wenn er wohlauf wäre? Was meint ihr damit? Der Al leidet an einer Krankheit, die sein Leben bedroht. Wir konnten kein Heilmittel finden, weder ein natürliches noch ein magisches. Wann ist das geschehen? Erst vor wenigen Wochen. Aber sein Zustand hat sich rapide verschlechtert. Niemand versteht das Wesen dieser Krankheit. Und selbst Magie konnte ihr Fortschreiten kaum verlangsamen. Alles, worauf wir jetzt noch hoffen können, ist ein Wunder. Alle Ritter von Redcliffe haben sich auf die Suche nach der Urne der heiligen Asche gemacht. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. Ich hätte eigentlich gehofft, ich könnte den Aal treffen. Warum, wenn ich fragen darf? Wir brauchen seine Hilfe gegen Taryn Loghain. Ich verstehe. Der Aal ist zwar ein beliebter Mann, aber Taryn Loghain ist in ganz Ferelden ein Volksheld. Was auch immer der Taryn getan oder gelassen hat, ändert nichts am Zustand des Aal. Ihm gilt meine größte Sorge. Ist es überhaupt sinnvoll, nach Redcliffe zu gehen? Er könnte bereits tot sein. Aber vielleicht hat sich sein Zustand in den Wochen, die ich schon fort bin, auch gebessert. Wir sollten selbst nachsehen, was in Redcliffe vor sich geht. Davon bin ich jetzt mehr denn je überzeugt. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass ihr auf Schloss Redcliffe willkommen seid. Die Alessa ist dort und sie kann euch vermutlich mehr sagen als ich. Okay. Euch hat also die Suche nach der Asche hier geführt? Ich hatte gehofft, in der Bibliothek der Kirche etwas zu finden. Aber ich eigne mich einfach besser für den Kampf als für die Jagd nach Legenden. Erzählt mir mehr über diese Urne der heiligen Asche. Die Urne enthält angeblich die Asche der Prophetin Andraste. Ich nehme an, das wisst ihr bereits alles? Wir Zwerge wissen nicht viel über eure Religion. Wenn es euch wirklich interessiert, findet ihr hier Bücher, die enormes Wissen enthalten. Nichts von dem, was ich gefunden habe, lässt mich glauben, dass diese Suche mehr ist als eine verzweifelte Hoffnung. Sobald Sir Henrik eintrifft, werde ich nach Redcliffe zurückkehren und der Alessa genau das sagen. Euer Freund Sir Henrik ist tot. Ich habe hier was für euch. Was? Und ihr habt sein Medaillon? Und eine Notiz? Beim Erbauer. Danke, dass ihr mir diese Dinge gebracht habt. Ansonsten hätte ich es nie erfahren. Es tut mir leid, Freund. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele von uns auf dieser wahnsinnigen Suche ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Ja, ich sollte dann auch mal gehen. Jetzt, wo Henrik tot ist, muss ich nach Redcliffe zurückkehren. Vielleicht werde ich später den Skolaren aufsuchen, den er in seiner Notiz erwähnt. Aber jetzt muss ich gehen. Lasst mich euch erneut danken, Herr. Ihr wart mir eine große Hilfe. Immer wieder gerne. Ein neuer Kodex-Eintrag, die heilige Asche von Andraste, 20 Kopf, Silber erhalten. Und ein Quest absolviert. Singende Brüder. So. Ehrwürdige Mutter, reden wir mal mit der. Werdet ihr der Kirche etwas spenden, mein Freund? Ihr seht aus, als hättet ihr mehr von Wert retten können, als die meisten, die es hierher schaffen. Wer seid ihr? Ich bin die ehrwürdige Mutter dieser Kirche. Es ist üblich, dass die, die meinen Segen erbitten, vorher eine Spende leisten. Was für eine Spende wäre angemessen? Dürfte ich 30 Silberlinge vorschlagen? Gut, hier sind 30 Silber. Ich danke euch, mein Sohn. Was kann ich also für euch tun?
Also ich finde das ja relative Abzocke, muss ich ja echt mal sagen. Aber, egal. Ich wollte mit euch über Stan in eingesperrten Kunari sprechen. Es wäre möglicherweise gütiger gewesen, ihn hinzurichten. Aber ich lege sein Schicksal in die Hände des Erbauers. Warum interessiert ihr euch für ihn? Weil ich Verwendung für ihn hätte. Dann könnten seine nächsten Opfer euch und mich zu ihren Mördern zählen. Nein. Ich hatte überlegt, ihn unter meine Aufsicht zu stellen, ihn freizulassen und dass er dann einfach unter meinem Kommando dient. Unter eurer Aufsicht? Wer seid ihr überhaupt? Ich bin ein grauer Wächter, der Hilfe für den Kampf gegen die dunkle Brut sucht. Ein grauer Wächter? Oh nein. Ich muss euch bitten zu gehen, bevor ihr uns in Schwierigkeiten bringt. Lasst mich den Kunari mitnehmen und die dunkle Brut bekämpfen. Damit er euch im Kampf gegen die Verderbnis hilft? Das könnte eine Art der Buße sein. Aber seid ihr sicher, dass ihr ihn kontrollieren könnt? Wenn ihr es vorzieht, könnte ich mich auf das Konskriptionsrecht berufen. Wenn ich das momentane Ansehen eurer Gruppe bedenke, bin ich mir nicht sicher, dass das etwas nützen würde. Aber ihr habt mich überzeugt. Danke. Hier, nehmt den Schlüssel zum Käfig des Kunari und schafft ihn fort. Ich bete für uns alle, dass das der richtige Weg ist. Gut. Super. Lasst ihn unsere ehrliche Hingabe und unendliche Verehrung. Habt ihr euch je gefragt, ob Andraste wirklich so aussah? Vielleicht war sie in Wirklichkeit hässlich oder hatte Haare. Oh Mann. Alistair, du laberst manchmal echt eine Menge. Ja. So, wir gehen jetzt erstmal hier wieder in den Vorhof, beziehungsweise hier vor die Kirche. Und ich mache an dieser Stelle jetzt mal einen Cut und sage, wir befreien in der nächsten Folge den Kunari und werden uns mal ein bisschen um die Banditen kümmern und die Mutter suchen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Do Was Sinnvolles Dragon Age Origins mit Drafida.